Matthias Steinborn hat gesagt, entweder es wird eine Nullnummer oder es kracht richtig. Ich würde sagen, es geht eher in die Richtung des Zweiteren, also 1:1 im Topspiel mit zwei echten Top-Toren, die wir uns nachher in der Analyse nochmal angucken. Es gibt auf jeden Fall viel zu analysieren und das ist das Stichwort für Janine Schlichting von Bepro. Heiko Malwitz hat es kurz schon in der ersten Halbzeit angesprochen. Partner vieler Vereine, vieler Ligen, was Statistiken und Analyse betrifft. Du ziehst mit die Fäden, was macht ihr genau? Ja, wir sind offizieller Spielanalysepartner vom NOFV und filmen und analysieren alle Spiele in der Regionalliga Nordost. Also ihr habt überall eure Leute und die bauen sich dann dort auf. Wie sieht das aus? Genau, also wir filmen neben Ostsport TV, wir filmen aber anders. Wir versuchen natürlich alle Spieler im Bild zu haben, was dann hilfreich ist für die Trainer, für die taktische Analyse. Das heißt, unsere Zielgruppe sind natürlich die Trainer und wir versuchen den Teams dabei zu helfen, ihre Team-Performance zu verbessern. Ja, das Ganze kann man unter anderem auch auf Ostsport TV in Teilauszügen sehen. Da gibt es bestimmte Rubriken, Passstatistiken, Angriffsstatistiken, wer wie viele Tore geschossen hat. Das gilt sowohl für die Mannschaften als auch für die Einzelspieler. Janine, du hast ein bisschen was mitgebracht, wo es in die tiefere Analyse auch geht. Genau, also wir machen natürlich die quantitative Analyse. Die qualitative Analyse machen die Trainer natürlich selbst. Dazu haben sie dann von uns auch ein Schneideprogramm. Wir haben einmal die Übersicht der Spielanalyse, die hier gerade zu sehen ist. Man sieht hier das letzte Spiel, beispielsweise BFC Dynamo gegen Alt-Lienicke. In Vorbereitung hat sich wahrscheinlich der BRK sich das letzte Spiel dahingehend auch angeguckt. Man sieht hier die Aufstellungen, auch die Ratings der Spieler und den Spielverlauf. Und dann geht es halt in die Tiefe und zwar haben wir da dann unsere Eventanalyse und da sieht man unter anderem natürlich das ganze Spiel, man sieht die Highlights, man sieht die Netto-Spielzeit, man sieht wir erfassen halt alle Ballaktionen, das heißt wir tanken jede Ballaktion und hier sieht man zum Beispiel die Standardsituation und eine Folie nochmal zurück, wenn es geht. Genau, und dann könnte man halt anklicken, okay, ich möchte jetzt nur die Eckbälle sehen. Und das ist natürlich eine riesen Zeitersparnis für die Trainer, um sich dann auf den Gegner vorzubereiten oder auch sein eigenes Spiel zu reflektieren. Da kann man auch jedem Spieler auch mal seine Grenzen aufzeigen. Ja, tatsächlich erfassen wir ja jeden Pass. Und wenn es da mal etwas zu zeigen gibt, dann kann man das machen. Aber man möchte natürlich nicht nur Fehler zeigen, sondern natürlich auch die guten Aktionen. Und man könnte dann theoretisch alle Pässe in der Box zeigen, die erfolgreich angenommen worden sind und verwertet worden sind. Wie ist da das Feedback von den Vereinen, was ihr denen ja bereitstellt? Ja, das Feedback ist durchweg natürlich positiv, weil es eine riesen Zeitersparnis ist. Man sieht per Mausklick direkt alle Aktionen, die man sehen möchte. Die Daten werden gut aufbereitet und auch statistisch erhoben, dass man da viel seinem Team auch in der Videoanalyse zeigen kann. Jetzt hast du ja selbst auch jahrelang gekickt, unter anderem auch beim HSV. Wie bist du denn zu Bepro gekommen oder wie kam es dazu, dass du selbst nicht mehr die Schuhe schnürst? Ja, ich bin auch begeisterte Fußballspielerin. Hätte ich das früher gehabt, hätte ich es vielleicht geschafft. Nein. Aber ja, im Fußball sind das kurze Wege. Kommunikation ist alles und tatsächlich über jemanden, der mich angesprochen hat. Und dann bin ich einfach da zu Bepro gekommen. Bisschen auch von Verletzungen gebeutelt, ne? Dreimal Kreuzbandriss. Ja, genau. Deshalb bin ich auch eher an der Seitenlinie dann gewesen als Trainerin und bin auch beim Amateurverein noch tätig. Und ja, also Bepro wird jetzt zwar hier in dem Rahmen für die Regionalliga Nordost genutzt, aber es können auch Amateurvereine nutzen, wenn sie ihre eigenen Spiele filmen, dann können wir die auch für sie analysieren. Also wir sind sowohl im Profisport als auch im Amateurbereich, im Profisport zum Beispiel, können wir die Trainingseinheiten aufnehmen, weil wir ein festes Kamerasystem haben, was ermöglicht, das ganze Spielfeld zu sehen, was ja für die Profivereine immer sehr, sehr wichtig ist. Jetzt ist ja so eine Sache, manche wollen vielleicht auch gar nicht so richtig sehen, was sie da fabrizieren, sagen, ich mache jetzt hier mein Ding, ich muss das nicht unbedingt jetzt nochmal vorgeführt bekommen. Hättest du es gerne damals gehabt in deiner aktiven Zeit? Ja, also
ich finde es schon hilfreich, das Spiel auf diese Art und Weise nochmal nachzubereiten. Es wird immer taktischer und schneller, das Spiel, und dementsprechend hat die Videoanalyse einen großen Wert. Aber klar, am Ende muss das Runde ins Eckige und es gibt so viele Spielsituationen und das Spiel ist komplex, aber es ist schon hilfreich und gehört einfach dazu. Ja, schade, dass wir kein Phrasenschwein hier haben. Das Runde muss ins Eckige, das wäre auf jeden Fall notiert gewesen an der Stelle. Ich glaube, an die Regie, ich glaube, wir haben noch eine Folie, eine abschließende, wenn ich richtig durchgezählt habe, ne? Haben wir 4 gesehen. Hier können wir noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Da sind ja ganz schön viele Linien auf jeden Fall, die Laufwege anzeigen, oder was ist das? Passt? Optisches Tracking machen wir hier in der Liga nicht, aber man sieht dort die Ballaktion, die der Spieler hatte. Also hier haben wir jetzt BFC. Wie baut BFC auf? Die dickeren Pfeile bedeuten, dass dort mehr Interaktionen waren, und auf der rechten Seite sieht man auch, welche Spieler am meisten miteinander interagiert haben. Also ein bisschen Ahnung habe ich, glaube ich, von Fußball auch, aber das Konstrukt, das sieht auf jeden Fall ein bisschen verwirrend auch aus. Geht es manchmal vielleicht auch dann ein bisschen zu tief in die Analyse, oder gibt es das bei euch nicht? Sagt ihr, für uns gibt es keine Grenzen? Ja, also wir bereiten die Daten schon sehr detailliert auf, aber am Ende muss der Trainer natürlich entscheiden, was er davon braucht. Wir geben so viel wie möglich und am Ende liegt die Entscheidung bei den Trainern, was sie davon nutzen. Es gibt so unendlich viele Sachen bei Bepro, die Bepro bereitstellt. Heute hier die letzte Tafel, erstmal vorerst letzte Tafel. Was haben wir hier? Auch nochmal ganz schön viele Zahlen. Ja, genau. Also es ist eigentlich die Videoanalyse statistisch aufbereitet. Man unterteilt hier in Mannschaftsstatistik und Spielerstatistik. Hier sieht man zum Beispiel die Passstatistik. Das heißt, ich sehe dann genau, wie ist die Passquote der einzelnen Spieler, wie waren die Pässe in der letzten Zone. Und das kann man alles angucken und man kann direkt auch reinklicken, damit man auch wieder das Bild hat. Was müssen Vereine machen, um euch zu erreichen? Ja, ich bin für euch Ansprechpartnerin in Deutschland. Das heißt, wenn ihr auf unsere Seite geht, www.bpro11.com, oder halt auch auf die Ostsport-TV-Seite, wo wir ja auch verlinkt sind, dann gibt es dort unter Kontakt ein Kontaktformular und da können sich alle bei uns einmal melden, die Interesse daran haben. Abschließend noch, wie viele Vereine nutzen es in der Regionalliga? Kann man das jetzt sagen, und gibt es eine Tendenz? Sind es eher die größeren und die kleineren sagen, nee, ist nichts für uns? Jetzt hier in der Regionalliga Nordost nutzen es aktuell 13 Vereine und es ist unterschiedlich. Sowohl die etwas weniger Budget haben, als auch natürlich die Profivereine. Vielen Dank bis hierhin, Janine Schlichting. Das war unsere Analyse von Bepro, die den ganzen Rest der Liga und auch aus anderen Ligen analysieren. Nach einer kurzen Pause sind wir hier wieder hier mit der Analyse dann dieser ersten Halbzeit und dem Blick auf die wichtigsten Szenen. Bis gleich.